So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen. Immer noch beim Hannes auf dem Balkon, mitten im Hochsommer. Man merkt es ja, wir sitzen ja halb nackt in dem Tisch drin, ja. Und wir haben was gesehen, und zwar waren wir im Rewe und da gab es russischer Kwass. Wer das nicht kennt, russischer Kwass. Und ich sag, was? Ich habe keine Ahnung, das ist irgendein Getränk auf Gersten-Roggen-Malzextrakt-Basis. Also hier ist ja so eine Peking-Ende, ne? Also schmeckt also mit Ende, mit Huhn und so. Und irgendwo habe ich das schon mal gesehen. Das habe ich mir mal mitgenommen zum Testen und jetzt habe ich gemerkt, das ist ja auch Kwass. Ja, wenn ihr wisst, was Kwass ist, dann schreibt es mal in die Kommentare. Wir sind jetzt hier mit dem Iswo, ne? Den kennt ihr ja noch. Hallo, ich bin der Iswo. Der hat jetzt Chili-Likör probiert und seitdem ist sein Gesicht ein bisschen angeschwollen. Ich habe mich transformiert. Reaktion. Ihr wisst, was da abgeht. Nein, das ist der, wer bist, stell dich mal vor, los. Ich bin der Erwin, ich bin Bekannter vom Iswo und vom Ramses und ich bin heute auch mal Gast und verkoste mit den Kwass. Kwass, was geht denn, Alter? Na, Spaß. Konsumiere ein bisschen Kwass mit und bin gespannt, wie das Getränk mundet. Kwass konsumieren, hört sich schon mal gut an. Das ist der Hannes, den kennt ihr ja wieder mit immer seiner Jean Reno-Maske. Ne? Oh, ich würde sagen, ich stecke mal kurz hier in dieses. Das ist ein Glas, das ist das Original Kwass-Glas aus Russland. Wir probieren jetzt mal hier erstmal die Dose. Das ist der Hannes-Becher. Das ist wahrscheinlich jetzt das Erwin-Gimbel-Glas. Das sieht aus, wie als hättest du damals immer deine Handmalfarbe reingemacht in der Grundschule. Zwei Zahnputzbecher ist das eigentlich, aber das ist auch keiner. So, wir machen jetzt mal hier diesen. Und so. Und so. Und dann wieder so. Und dann wieder diesen. Und dann wieder da. Keine Sorge, Erwin, ist nicht scharf. Alles gut. Ist nur Kwass, ne? Weil keiner weiß, was es ist, aber Hauptsache man denkt, es ist nicht scharf. Jetzt stelle ich es mal darüber, jetzt stelle ich es mal. Achso, ne, war genau hier alles andersrum. So, der Gast darf zuerst mal probieren. Hauen Sie sich mal im Quast rein. Dann gleich kommt der Hyperquast. Das ist der normale Quast. Es riecht auf jeden Fall anfangsmäßig schon ein bisschen nach Messeszeug. Leim. Nicht Leim. Ja, richtig. Ja, sieht auch so aus. Ich glaube, es ist die Malznote einfach, die da dabei eine Rolle spielt. Die Malznote ist auf jeden Fall auch gut, hat einen guten Taste. Es geht wie Öl runter, ist schon mal gut. Schmeckt sehr, sehr, sehr anders. Das ist nicht das typische Malzbier in meinen Augen jetzt. Und es riecht sehr nach Lakritz, auf jeden Fall ist es was Eigenes. Das ist kein typisches Malzbier auf jeden Fall in meinen Augen. Es ist ja auch kein Bier, es ist ja einfach ein Malzgetränk. Sorry. Hannes, hast du mal probiert? Ist das die reine Erfrischung für den Hochsommer, ja? Sehr ungewohnt. Wie ungewohnt? Das kennt man doch beim Aufstehen. Nee. Nicht? Das ist eher, wenn man, wenn man sich übergeben hat und dann, Das ist halt einmal, das ist nicht so meins. Also der Geruch. Ja, das sind halt nicht die richtigen Malzfans, ne? Nicht wie der Ramses, ja. Der hat keine Ahnung, was es ist, aber der denkt, riecht wie ein von Sternburg gibt es auch das Doppelkaramell oder wie von Oettinger, das Oettinger Malz, ne? Keiner will's, aber jeder kauft's. Also gucken wir mal rein. Oh, brennt ein bisschen an der Lippe, ist ein bisschen süß. Ich glaube, wenn du da ein Glas trinkst, brauchst du kein Armbrot mehr. Aber davon lasse ich mich nicht abschrecken, weil wir haben ja die ganze Flasche vom Steinhauer, ne? Aus dem Originalstein rausgeboxt. Russischer Kwass. Und jetzt wird er ja wie bestimmt sagen, der ist ja viel besser. Ich ändere meine Meinung komplett. So, habt ihr überhaupt ausgetrunken? Gut. Ja, schon. Dann machen wir das jetzt wieder hier hin und dann wieder so, alles verdingst. Wollen wir den edlen Tropfen nicht verschwenden. Was denkt ihr denn, welcher ist denn teurer und brutaler? Ist das eine Marke? Steinhauer? Das klingt wieder so deutsch. Und hier ist einfach nur Moskowitsch. Da denkt man, das muss original sein. Die wissen, wie Kwass geht. Obwohl der hier schon wieder heller aussieht. Was geht denn, Alter? Ja, da muss man jetzt nicht so machen, bis die Flasche leer ist. Das würde eh nicht funktionieren. Also, ach, der Hannes ist der Krug fast voll. Das sieht gut aus.
1.6.22, ich sag doch, mitten im Hochsommer, ne? Jetzt packen wir mal wieder hier einen hin. Sieht schon aus wie ein dunkles Bier. Es ist heller, oder nicht? Das andere war doch viel dunkler. Das andere war so wirklich. Es riecht doch ganz anders. Schwarz, Lakritz. Ja. Also es riecht doch eher wie nach Lebkuchen oder sowas. Ja. Das ist bestimmt deutscher Quatsch. Das ist ein bisschen, so eine Zimtnote hat das ja, bisschen, ja, ne? Ja. Dann hau mal weg die Pulle und guck mal, was, ob das besser mundet. Also was ich jetzt schon sagen muss, es ist auf jeden Fall leichter, es ist ein bisschen spritziger, wahrscheinlich ist der höhere Kohlensäureanteil drin. Aber da merkst du auch den Malzgeschmack. Ja, mehr Malzgeschmack auf jeden Fall. Definitiv. Mehr Malzgeschmack. Und mehr und spritziger ist es in meinen Augen. Also mir taugt das wesentlich mehr als das andere. Mir aber auch. Ist leichter auch. Ja, und das ist nicht so süßlich, das ist erfrischend. Erfrischend, ja. Ja, das wundert mich jetzt aber ein bisschen, dass das, was leichter ist, mehr Malzgeschmack hat. Ich dachte, weil das andere dunkler ist, ne? Und das ist heller, okay, ist leichter, aber dass das dann halt eher wässrig schmeckt. Wenn ihr sagt, das hat mehr Malzgeschmack, gucken wir mal kurz. Das wundert mir wesentlich mehr als mir auch. Das ist auch belebender irgendwie. Ja. Das andere ist so drückend und ist belebend. Ja. Gut, da habe ich meinen Favorit gefunden. Ich bleibe bei der Dose. Ne? Die hat für mich schön nach Brot geschmeckt. Ich habe hier irgendwie einen total säuerlichen Abgang oder irgendwas. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt oder wie auch immer. Wenn euch der schmeckt, dann schenke ich euch die Flasche. So, bitteschön. Hier, die gehört euch. Die könnt ihr euch jetzt teilen. Könnt ihr abends immer Kübel saufen draus machen mit zwei Trinkröhrchen. Aber nee. Erste Mal Quass gehört hier, die Quass-Spezialisten am Start, sage ich euch. Kennt ihr Quass? Habt ihr schon mal Quass getrunken? Was versteht ihr unter Quass? Schreibt es mir in die Kommentare. War interessant. Nochmal würde ich das aber nicht kaufen. Bei dem vielleicht. Und bei euch ist es genau andersrum. Ja. So verschiedensinnige Geschmäcker, ja, mei. Ansonsten war es das, glaube ich, erstmal von unserer Seite aus. Der ISPO möchte nämlich noch den großen Biertest machen. Deswegen haben wir uns jetzt Mut angetrunken. Und wir sagen zum Abschluss nochmal Quass in die Runde. So. Quass geht denn? Peace out. Euer Ramses, euer Erwin, euer Hannes.